Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 21.09.2021 und unser DAX hat heute ein lecker Eis bekommen, ein lecker Eis mit vier Zwinkern. ja, also schöner Tag, der hinter uns liegt, also wirklich, also ich habe euch das die letzte Woche immer wieder erzählt, sowas, da mache ich viel lieber eine Analyse, das gefällt mir, das ist, also so eine Tage, ich liebe sowas, das ist genau mein Ding, da stehe ich drauf, also das sind Tage, die machen es einem auch relativ einfach eigentlich, ne? Wenn sie vor allen Dingen dann immer gerade straight durchziehen, Unterstützung brechen, weiter. Das sind Tage, da habe ich früher tonnenweise an Kohle verloren, weil ich mich immer dagegen gestellt habe, aber da ich mittlerweile so nicht mehr denke, ist es für mich dann eher leichter, in solchen Tagen zu agieren und auch zu denken, weil ich einfach unten immer weiter denke und weiter und noch mehr und da kann er noch mehr und da kann er noch mehr, weil ja immer mehr Leute sich dagegen stellen, gegen die Bewegung, immer mehr dagegen. Und auch jetzt zum Beispiel, ne, es ist so ein typisches, so ein Opferlamm einfach hier zum Schluss, zieht nochmal 100 Punkte nach oben, naja, was machen denn die jetzt den ganzen Tag den ganzen Tag long gegengestanden haben, was machen die, wenn die kurz vor Schluss nochmal so ein Aufbäumen sind? Na, dann sagen die sich nochmal, okay, jetzt nochmal mit doppelten Einsatz rein und am nächsten Tag knallt ihnen das wieder raus. Das sind so Sachen, da finde ich, das spielt der Markt unheimlich mit und der hat jetzt genau gemacht, was wir die ganzen Tage, Wochen jetzt vorbereitet haben. Das ist schon eine Woche her gewesen, ja, als wir unser Video gemacht haben, wo ich gesagt habe, das nächste Mal, wenn ich euch zuzwinkere, wenn ich offensichtlich zwinkere und zwinkere, dass wir dann ganz genau wissen, dass er unter 4,65 haben wir vor einer Woche gesagt, dass er unter 4,65 dann eben auch richtig durchrotzen kann bis 3,50, 3,10 und auch 200-Tage-Linie. Und dass wir das aber dann eben an dem Tag einfach mal nicht so stark betonen, damit es auch einfach mal klappt. Und ganz, ganz viele, die haben das ja auch wunderbar umsetzen können. Und ich freue mich auch immer mal wieder, wenn mir die Leute zeigen, dass sie die Analyse auch verstehen, weil es einfach die anderen, die es nicht verstehen, täglich zeigen. Und da, ich weiß auch nicht mehr, wie ich denen noch helfen kann. Also seht es mir nach, wenn ich jetzt nochmal so einen letzten Aufruf versuche, die irgendwie mit abzuholen, um das zu blättern, weil es kann nicht sein, dass auf der Basis der letzten Analyse mir Leute schreiben, na Martin, da hast du ja voll in die Scheiße gegriffen mit der Analyse. Oder Leute geschrieben haben, na mit deinem Long bist du bestimmt richtig auf die Fresse gefallen. Sowas haben mir die Leute geschrieben, wo ich dann auch nochmal reingucke in die Analyse. Was haben wir denn gesagt? Warum denken die denn, dass ich long bin? Ne? Der mag der Kack total ab und Leute denken, ich bin long drin, obwohl ich hier short handle und ich sitze da und verstehe die Welt nicht mehr. Und dann guckst du die Analyse an und siehst, oder ich gucke dann die Analyse an und sehe, okay, wir haben darüber gesprochen, meine Oma, vielleicht Kontraindikator, wir haben gesagt, habt ihr das noch nie gesehen, dass meine Oma kann das auch noch nicht werten, ob das überhaupt ein Kontraindikator wird. Normal machen wir ja sowas, wenn im Chat sich da Leute gegen unsere Analysen eben entscheiden, dass wir dann auch mal sagen, das ist kontraindikativ, ne? Wenn einfach Emotionen regieren, das ist das, wo wir hingucken und die Kontraindikation raussuchen. Und die Aussage war ganz klar für den Montag, wenn er jetzt grüne Kerzen liefert. So, und das muss man verstehen. Das ist letztendlich in der Mathematik, mir als Informatiker fällt es leicht, sowas zu verstehen. Vielleicht hat ja jemand Probleme, aber ich will auch nicht zu viel Zeit da rein investieren, weil es gibt ja nachweislich ganz, ganz viele, die die Analyse auch anwenden können, die damit gut zurechtkommen und die auch gute Gewinne eingefahren haben zum Montag. Aber es gibt eben die Leute, die mir sagen, ja, du bist so mit deinem Long voll auf die Fresse gefallen. Und für die jetzt einfach nochmal kurz als mathematische ganz kurze Formel, was bedeutet das? Wenn wir eine Analyse machen und wir sagen, wenn eine grüne Kerze kommt, na, machen die auch mal gerne grün, na, sag mal hier, wenn eine grüne Kerze kommt, so, wenn eine grüne Kerze früh kommt und der DAX drückt sich nach oben, also wenn wir sowas sehen, hier ist Eröffnung, ja, hier ist Eröffnung, wenn wir eine grüne Kerze sehen und der DAX drückt sich nach oben, dann muss es so aussehen. Ne, der DAX eröffnet hier, dann baut er hier eine grüne Kerze hoch, grünen Kerzenkörper, wird jetzt nicht ganz hübsch, aber ihr wisst, was gemeint ist. Dann kann er bestimmte, ne, wenn grüne Kerzenkörper, wartet mal, wo ist meine Maus, dann kann er das und das erreichen. Ja, also das ist unsere Bedingung. Wenn er eine grüne Kerze liefert, das heißt, wir sehen früh eine grüne Kerze, dann kann er, sagen wir mal, 15,650 erreichen. Weiß jetzt nicht, ob das ist, was wir gestern gesagt haben, aber so.
wir nehmen jetzt einfach mal, sagen wir mal 15.600. Dann ist das ein Teil der Analyse. Ja, das ist ein Teil. Das ist eine Betrachtung. Ein Szenario, was einfach durchgegangen wird, damit man vorbereitet ist, was passiert, wenn der DAX oben rausgeht. Ja, so, und dann ist es aber wichtig, auch der Analyse weiterzufolgen, weil die Analyse besteht nicht aus solchen Teilen. Die kann auch aus, die besteht in der Regel aus zwei, besteht aber auch manchmal aus drei oder vier Teilen. So, und eure Aufgabe ist es dann einfach zu gucken, was kommt, was, welches Szenario spielt denn der DAX an? Der Martin ist kein Hälser. Der Martin weiß nicht, welches er anspielt, aber der Martin kennt den DAX ziemlich gut und beobachtet ihn jeden Tag. Jeden Tag, seit Jahren. Guckt ihn jede Stunde an, guckt ihn jeden Tag an und kennt ihn einfach. Und kann ihn ein bisschen einordnen. So, und wenn wir dann sagen, wenn der DAX das nächste Mal hier unten steht, machen wir Zwinker, Zwinker, weil er bis zur 200-Tage-Linie fallen kann, dann bedeutet das, ja, wir haben, so haben wir es jetzt gestern nicht gesagt mit 200-Tage-Linie, das gebe ich zu, wir haben das absichtlich rausgelassen, ne, haben das aber uns tagelang jetzt drauf vorbereitet, wochenlang eigentlich schon fast drauf vorbereitet auf diese Situation, um eben dann mit diesem Hinweis, Zwinker, 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 das einzuleuten. So, und die Aussage war gestern, wenn er eben nicht diese grünen Kerzen liefert. Ne? Das heißt, wenn wir von Beginn an keine grünen Kerzen nach oben sehen, so machen wir hier rot, dass man das auch kennt, dann Zwinker unten raus. Ne? So haben wir es gestern gesagt. Wenn, dann unten raus, das haben wir gesagt, weiß ja jeder, wohin, wie weit und so fort. Wir haben auch am Samstag extra nochmal ein Webinar bei uns gemacht. Ne? Wartet, ich mache es schnell fertig. Das ist die 200-Tag-Linie. So, das sind die Sachen. So, und die Aufgabe von euch ist es dann letztendlich eigentlich nur früh. Den Rest mache ich. Ich bereite die Analyse vor. Eure Aufgabe ist es, früh zu gucken, sehe ich dann eine grüne Kerze? Sehe ich denn hier eine grüne Kerze? Kommt eine grüne Kerze? Okay, dann weiß ich, es kann jetzt bis 15.600 gehen. So, dann gucke ich früh rein. Dann sehe ich, okay, das Szenario, nee, kommt nicht. Sehe ich nicht. Brauche ich nicht weiter betrachten. Dann gucke ich, trifft denn das andere Szenario ein? Wenn keine grüne Kerze, sondern unten raus, dann 200-Tage-Linie. Und dann richte ich mich danach. Dann richte ich mich nach dem, was passt. Es kann auch mal passieren, dass auch an einem anderen Tag das zweite Szenario auch nicht eintrifft. Vielleicht auch das dritte Szenario nicht anspringt, was wir gesagt haben. Dann habe ich in dem Moment keine Grundlage für einen Trade. Ja, das heißt aber nicht, dass an dem Tag der Martin massive Verluste aufweist, weil der Martin handelt doch nur das, wenn seine Analyse eintrifft, wenn diese markanten Signale kommen, die besprochen werden, dann geht er auf die Ziele. Dann geht er auf das, was eben besprochen wird, dann setzt er einfach an. Und ich weiß nicht, ich kann nur das probieren, ich möchte auch nicht mehr Zeit verlieren, weil es gibt genügend, es gibt auch viel, viel, viel mehr, die es verstehen und anwenden können, aber irgendwie möchte ich einfach denen nochmal ein bisschen die Hand reichen, die sich einfach wissentlich schwer tun. Und wenn die mir morgen wieder das zeigen, dann ist das für mich ein klares Zeichen, sie wollen es nicht verstehen, dann ist das für mich okay, dann kommt der Klicken, also dann klicke ich auf Kommentare ausblenden, dann sehe ich das auch nicht mehr, was die Leute schreiben, dann sieht auch kein anderer mehr, was die Leute schreiben, dann ist das fertig, dann sind die raus, Thema vorbei und dann ist gut. Aber man muss doch versuchen, das anzuwenden. Da habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit zu verstehen, welchen Antrieb solche Leute haben. Also auch jeden Tag eine Analyse zu gucken, die ihnen nicht gefällt, das verstehe ich nicht. Ich kann mich da absolut nicht reinversetzen. Fakt ist aber, wir sind jetzt unten raus. So. Und wir haben im Samstag auch im Webinar, zumindest die mit dabei waren, das auch nochmal intensiv durchgesprochen. Wo kann der DAX jetzt hin, wenn er am Montag weiter fällt? Ne, haben klar drüber gesprochen, nächster Anlaufbereich ist einfach mal hier die 1550, eher aber sogar die 200-Taktlinie, die Zone hier. Das ist die nächste Anlaufzone und da stehen wir jetzt kurz davor, die könnte jetzt zum Dienstag eben noch erreicht werden. Dann könnte sich erstmal wieder versuchen zu stabilisieren. Hier ist so ein kleiner Doppelboden, da sticht unser DAX ganz gerne mal einmal kurz drunter, zuckt dann wieder hoch, ne, sodass ich mir vorstellen könnte, dass wir nach einem kleinen Unterbieten dieses Doppelbodens beziehungsweise der 8,15 beziehungsweise 200-Tage-Linie so in der Zone, dann vielleicht auch erstmal wieder eine kleine Erholung reingehen, kriegen die vielleicht auch bis Mittwoch, Donnerstag dann andauern kann. Es kann aber durchaus sein, dass die halt auch einfach nur zur Seite geht. Ne? Und wenn die nur zur Seite geht, zwei, drei Tage, und der fängt dann Freitag an, hier drunter zu schließen, dann kriegen wir das nächste Short-Signal und dann geht unten raus auch wirklich bisschen mehr Platz auf. Ne? So, auf der Ebene müssen wir jetzt erstmal sagen, wir sind schon mal ein ganzes Stück runtergekommen. Wir sind auf jeden Fall am Sommertief gewesen. Ne, die 1550 hier, das Tief, das haben wir unterboten.
Wenn auch nicht viel, aber wir haben es unterboten. Damit haben wir ein tieferes Tief drin. Das kann per se erstmal einen Trendwechsel einläuten. Man muss aber ganz klar sagen, dass Rückläufe und Rücklaufziele durchaus bis hier oder bis hier dann auch gehen können und dass er danach dann trotzdem sogar nochmal weiterfallen kann. Ja, das muss man schon ein bisschen im Hinterkopf behalten, bis wohin jetzt Rücklaufmarken liegen, weil die liegen recht weit oben. Und auch auf der Ebene sehen wir das, ne? Rückläufer hier, da ist nicht viel davor. Ja, der kann durchaus bis 460 nochmal zurückkommen, bevor er dann wieder anfängt weiterzufallen. So, und das ist jetzt wichtig hier für die nächsten Tage, eben ein bisschen mit im Blick zu behalten, wie bewegt er sich, ist er weiter schwach, wie kommt die Erholung, wie ruhig ist das, wie zügig, wie dynamisch kommt das, ne? Und dementsprechend kann ich das einordnen, ob ich vielleicht auch schon vorher wieder auf die Short-Taste drücke. Ansonsten meine Empfehlung hier eher, also zumindest würde ich so machen, dass ich hoch zu schön aufpassen würde. Ne? Also in grüne Kerzen dann irgendwie Short aufbauen würde ich dann jetzt erstmal nicht, insbesondere zum Dienstag. Erst wenn er wirklich zeigt, er kann das nicht halten, er kippt es um. Ne? Er versucht nach oben anzuziehen, er versucht oben auszukontern, er versucht dynamisches V zu machen oder sowas und plötzlich, boah, zack, kommt eine Klatsche und die klatschen ihm die roten Kerzen hinterher. Ne? Das kann zum Beispiel auch schon von 2,70, der kann sogar bei 2,30, 1,80 schon einsetzen oder direkt hier jetzt per Abwärtsskip weitergehen. Ne, und von daher würde ich sagen, wir gucken hier mal so in den Bereich. Ich würde hier unten vielleicht mal so einen kleinen Reaktionsfall reinmachen auf die 8,30. Das könnte ich mir vorstellen. Also 8,50, 9,30, das sind jetzt alles so schöne Zonen. Für mich wäre das am wichtigsten. Heißt aber nicht, dass man hier an der 9,89, 9,30, 9,10, wo die 200-Tage-Linien das vollkommen ignorieren sollte. Also wenn da ein Short noch irgendwo offen ist, macht es durchaus Sinn, an einer 200-Tage-Linie auch mal einen Teilverkauf zu ziehen, wenn man noch keinen gemacht hat halt. Ne? Das sind gerne so Bereiche, die gut reagieren. In der Regel sucht sich der DAX immer noch einen Widerstand, der etwas am nächsten davon ist. Das könnte hier eine 69 werden, könnte aber auch die 8,35 werden. Und wenn ich jetzt so die Bewegung angucke, Freitag, Montag, wäre es zu kurz gegriffen, wenn ich sagen würde, der macht nur hier auf die 15.000 obendrauf oder 14,60. Also treibt der DAX unten weiter. Treibt der DAX unten weiter, Komma, dann sehe ich, dass er durchaus noch Platz hat, bis 8,35, 8,40 zu gehen. Ja. Sehen wir keine, sehen wir den nicht gleich runterdrücken von Beginn an, was ich jetzt eher erwarten würde, ne, sondern den eher nach oben arbeiten. Das sind ruhig 1,80, 2,70, 2,30, 3,50 und eben auch hier oben diese 4,60 halt. Ne? 4,30 bis 4,60, das ist der eigentliche Rücklaufbereich. Da können wir auch nochmal einen anderen Pfeil reinsetzen. Ja, arbeitet er nach oben, muss man ihm fast bis dahin auch Platz geben. Ne? Den sollte er aber am besten nicht gleich am Dienstag schaffen. Da sollte er sich 2 Tage für Zeit lassen, sonst wären die Short-Chancen hier ja nicht so gut. Ja, und es kann auch ein bisschen eher schon kommen. Ab 4:30 geht die Rücklaufzone hier oben los. Ne? Das andere ist eher klein, kleinteilig. Da muss man jetzt ein bisschen gucken, wie reagiert er, wie ist er drauf. Und natürlich darf man nicht vergessen, hier unten hört die Welt nicht auf. Also bricht der Bereich nach unten, ja, bricht die 8:30, 8 oder generell die Zone hier zwischen 8:30 und sagen wir mal 9:30, bricht die nach unten, dann ist nackig unten. Ja? Also dann kann er sich wirklich ein ganzes Stück austoben. Aber so, wir sind erstmal dran. Wir haben einen Ausbruch gehabt, haben ein neues Sommertief. Wir haben tiefere Tiefs. Tendenz ist fallend. Und haben einen schönen Schlusspunkt zum Ende genommen. Aber das kann sein, dass der direkt auch zur Eröffnung schon ausgekontert ist oder ausgekontert wird. Ne, das wird für mich sehr, sehr, sehr entscheidend schon. Die erste Kerze einfach zu sehen. Geht die nämlich knallhart nach unten, dann sehe ich den noch hier. Ne, zeigt die sich eher neutral zur Seite, dann werden wir so kleine Rückläufe noch bekommen bis 1,80, 2,30 und dann kippt er wieder weg. Und wenn er direkt aber vielleicht sogar per Aufwärts gibt, dann muss man ihm ein bisschen mehr Platz geben. Ne, 2,70, 3,50, das ist alles realistisch. Selbst eine 4,60 sollte man da als Rücklaufziel ein bisschen noch im Auge behalten. Auch wenn es jetzt weit weg wirkt, aber das ist dann auch schnell ran. Ja, weil die Volatilität hat ja ganz klar zugenommen. Wir haben weiterhin Wahlwoche. Ne? China bröckelt weiterhin vor sich hin. Da sollte man schon noch ein bisschen Volatilität erwarten. Und auch das habe ich euch ja fast schon versprochen. Ne? Stand hier haben wir gesagt, wir können davon ausgehen, dass wir in den nächsten 14 Tagen hier den Ausbruch bekommen und dass wir 500 Punkte wegstehen von diesem Punkt. Und dass es nur wichtig wird, ob zuerst die 465 oder die 16.000 bricht. Und das
wirklich, kommt, Freunde, das war für jeden ersichtlich, dass der unten rausgefallen ist. Ja, wer sich da mein Zwinker-Zwinker nicht zu verstehen geben wollte, der muss auch ein bisschen ehrlich mit sich selber sein, dass er da vielleicht auch absichtlich etwas überhört hat oder versucht hat zu überhören. Ja. Gut, Freunde, damit würde ich die Analyse so erstmal zumachen. Ich hoffe, ich habe denen jetzt hier geholfen, die da ihre Probleme zeigen, mit dem hier einfach, dass ihr das nochmal versteht, was das bedeutet, warum wir drüber sprechen, warum wir Pfeile oben, warum wir Pfeile unten setzen. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß das nicht. Ich weiß nur, wenn bestimmte Sachen eintreten, dann eben volle Möhre runter. Und deswegen haben wir am Samstag extra nochmal bei uns für die Verteilerleute ein Sonderwebinar gemacht, quasi, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken, wir bereiten uns auf die nächste Woche vor, damit eben auch alle die hier Positionen ohne Stop-Loss hatten, dass die abgrenzen, dass die absichern oder sogar beenden, ne, damit die eben dieses Risiko greifen können, wenn es unten rausklatscht. Haben uns Aktien angeguckt, die man shorten kann, haben auf die Rohstoffe geguckt, wo man noch, das nicht ohne Grund, und hat er das auch genau angenommen halt, ne, und ist ein bisschen weiter, wie ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wir sehen ihn nur zur 15.1.10 jetzt am Montag, ich hätte gedacht, den Rest macht er am Dienstag. Ich meine, viel ist er nicht drüber hinaus, aber hat doch ein bisschen überrissen. Ich hätte gedacht, am Montag auf die 15.1.10 und dann am Dienstag auf die 200-Tage-Linie. Ein bisschen hat er schon überpaced, kann jetzt nochmal ein bisschen Luft holen und dann probieren, den Rest zu machen. Ja, aber 200-Tage-Linie wäre für mich schon noch ein bisschen Fokus. Rückläufe sind aber legitim. Und wir gucken uns die erste Stundenkerze an, und das wird schon einen guten Geschmack für geben halt, ne? Nimm Augen auf, da einfach reduziert die Positionsgröße, wenn ihr merkt, es ist euch hier alles zu schnell, macht sie einfach kleiner, stoppt dafür ein bisschen größer, dann kommt man da ganz gut durch. Und ansonsten Verluste in solchen Bewegungsphasen jetzt eng halten, die Gewinne ein bisschen laufen lassen, also genau jetzt andersrum agieren wie das hier oben. Ne? Man muss sich da einfach anpassen. Das ist Sideways Range, das ist Ausbruch, das ist Trendbewegung, ne? Da muss man anders traden einfach. Während hier oben gut funktioniert ohne Stop-Loss, mit Kleintech-Profit hat man hier super gut Quoten, weil man alles immer wieder rauskriegt, funktioniert halt hier gar nicht mehr. Ne? Hier funktioniert eng absichern, lang laufen lassen. Aber gut, haben wir auch für die am Samstag alle besprochen, und ich mache daher einfach zu, denke, die Punkte und Marken sind bekannt, 200-Tage-Linie ist im Fokus, Rückläufe müssen hier einkalkuliert werden, solange wir aber Schwäche sehen und rote Kerzen, lasst laufen, verkämpft euch nicht zu sehr. Das ist jetzt ein Tag gefallen, richtig, mal ein Tag richtig gefallen, DAX kann auch mal 3 Wochen richtig fallen. Ja, also da nicht schon nach Tag 1 anfangen mit, hier ist alles schon genug und zu viel. Gebt dem Kopf keine Grenzen, gebt eurem Geist keine Grenzen. Weder in den Rückläufen noch in der Bewegungsphase nach unten, und dann fällt es euch unheimlich leicht, einfach mit dem Geld zu schwimmen, mit der Bewegung zu schwimmen. Das ist halt wichtig, dass ihr nicht dagegen steht halt. Ne? Und dafür ist es wichtig, einfach ein bisschen frei im Kopf zu sein und keine Grenzen drin zu haben. Und das ist, glaube ich, der beste Rat, den ich geben kann hier halt. Ne? Risiko knapp halten, bisschen mehr ruhig verlangen von den Trades, dass sie einbringen. Das sind jetzt Bewegungsphasen, wo man sowas darf. Und ansonsten freimachen im Kopf, nicht irgendwo eine Grenze ziehen, wo ihr sagt, okay, bis dahin, und dann haue ich alle 10 Punkte long dagegen oder andersrum. Macht es nicht, macht euch frei, Lasten kommen, und ansonsten freue ich mich für alle, die hier gut was mitnehmen konnten, und da gab es echt einige, die mich heute mit Screenshots überschüttet haben, aber wie gesagt, ich habe halt auch Experten drin gehabt, die der Meinung waren, ich habe den ganzen Tag long gehandelt, weil ich ja gesagt hätte, der geht oben raus, das weiß nicht, verstehe die Leute nicht, ich verstehe nicht, was denen fehlt, weil wir sagen es immer, wir sagen alles, ich sage das auch alles, also vielleicht hilft die Grafik, ja, vielleicht hilft es da noch ein bisschen Umdenken reinzubringen. Anders kann ich es nicht. Dann müssen Sie sich jemand anders suchen. Besser kann ich es nicht erklären. Gut, in diesem Sinne, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder. Morgen können wir auch ein bisschen kürzer fassen. Da brauche ich nicht so viel übers Wenn und Dann reden. Da gucken wir uns einfach, wo liegen Rücklaufmarken und so weiter. Hier müssen wir jetzt erstmal, das ist der Tag 1, ist jetzt raus. Müssen wir jetzt auch erstmal ein bisschen Gefühl sammeln, ne? Wie stark kann der Trend sich jetzt überhaupt etablieren, ne? Oder wird er jetzt schon an Tag 2 gleich wieder erwirkt? Das wird jetzt ganz interessant, und das ist auch wichtig dann für die nächsten Tage und Wochen. Es steht ja auch noch einiges an, gerade wenn ich da an unsere Bundestagswahl denke. Die hat immer nicht so viel Einfluss eigentlich auf den DAX. Also das ist schon viel. Ja, die 500 Punkte, die wir ihm gegeben haben, das ist schon, die sind schon erreicht. Aber man weiß es nie. Ne?
Überraschung. Überraschung ist immer gut für einen Markt halt, ne? Und da ist momentan auf jeden Fall Überraschungspotenzial da. Also schon ein bisschen eine kleine Überraschungskiste, was wir hingesetzt kriegen nach der Wahl. Bin ich selber auch gespannt. Okay, ich mach zu und bis morgen. Tschüss.